bis ich die Matura gemacht habe, ich gar nicht gewusst, was ich eigentlich mache. Und dann habe ich überlegt, was mache ich am liebsten, Film schauen. Und dann habe ich gedacht, ich mache eine Ausbildung und dann habe ich mich angemeldet für die Kunstgewerbeschule in Zürich. Ich habe dort einen Film mitgemacht, aber ich bin nicht mal die erste Runde gekommen. Und dann habe ich gleichzeitig im Schweizer Fernsehen einen Wettbewerb mitgemacht, einen Tag im Leben von, und habe dann dort den ersten Preis gemacht. Das war in der gleichen Woche, die Kunstgewerbeschule gar nicht hergekommen, und habe den ersten Preis gemacht und gefunden. Wir haben einfach alles selber gelernt. Nach zwei Jahren haben wir dann das gemacht und alles Learning by Doing. Und nach vier Jahren haben wir dann die von der Kunstgewerbeschule angestellt. Und dann haben wir die Idee gehabt, so ein Extremsportmagazin zu machen, was noch nicht geht in Europa. Und haben dann das erste Extremsportmagazin damals auf Start TV produziert. Wir haben dort für also zwei, drei Jahre für das, für die gemacht, für den Schweizer Fernseher, dann haben wir für Swatch das gemacht und für Red Bull viel. Dann für Extremsportschienen dann eigentlich drei, vier Jahre lang eigentlich nur das gemacht. Und dann haben wir ein Interview gehabt mit einem von der besten Breakdancer von der Schweiz, also einer von der besten von der Welt war, damals der Tough Kid. Und dann habe ich gefragt, du, wer ist denn der Beste der Welt? Und er so, ja, das kann man nicht genau sagen. Ich, ja, jeder Sport, da musst du herausfinden, wer ist der Beste, und das ist das Dramatischste. Und dann habe ich das Konzept geschrieben für das, so 1 gegen 1, die besten B-Boys von der Welt, 16 besten einladen und dann Who is the One. Und dann haben wir das Österreicher verkaufen und Österreicher gesagt, ja, hat das analysiert und gesagt, Breakdance, das ist auf dem Nullpunkt, das stirbt aus, das gibt es nicht mehr jetzt, das machen wir nicht. Nachher sind wir aber in der Schweiz, habe ich einen gefunden bei Red Bull, der selber Breakdancer war und der hat ihn gefunden, machen wir. Und das war in Biel, in der Coupole, so einer kleinen Breakdance-affinen Location. Ja, und dann hat der Event mehr Social Media als jeder Red Bull Event vorher. Und dann ist der Event, normal macht man drei Jahre ein Event bei Red Bull lokal, also in der Schweiz. Und dann, wenn es gut ist, macht man in Europa und dann weltweit. Und das ist gerade nach dem ersten Mal weltweit geworden. Das ist der viergrößte Event von Red Bull aufgestiegen. Und jetzt ist der grösste Social Media Event von Red Bull mit irgendwie knapp 1 Milliarde Mediawert im Jahr. Und ja, und das ist ein bisschen angefangen und ist dann nachher riesig geworden. Das war so ein Event gewesen. Jetzt sind es 140 Qualifikationen und dann 140 Events, bis dann der einmal im Jahr stattfindet. Das eine, wo man sagen kann, dass es sich sieht, ist kurz, aber es ist eine krasse Aufwendung. Die Vorgeschichte war von dem Ganzen, dass wir die Idee hatten, dass einer durchs Feuer durchkommt. Und dann war das Problem, dass du, wenn du durchs Feuer durchkommst, ohne Maske nichts und so, musst du die Augen zutun. Wenn die Luft einmal einatmest, bist du gerade tot. Oder? Und dann war das Timing, dass einer eine Flamme macht, die irgendwie halbe Sekunde geht, und der andere über zwei Trampolinen kommt. Und im gleichen Moment, wo die Flamme geht, sehr schön durchkommt und dann auch nicht stirbt dabei. Und, ja, und dann haben wir dann, viel mal geübt und Zeug und Sachen. Und dann am Set gewesen, und haben wirklich die perfekten Schüsse gehabt und hure geil ausgesehen. Und der Sport ist super gekommen. Dann haben wir den abgegeben und dann plötzlich kommt das SRF und sagt, ja, einer von unseren Mitarbeitern hat findet, es sieht aus wie 9-11. So, 9-11, so, ja, einem Anzug mit Feuer, ja, kann man irgendwie, aber er fliegt ja. So. Nachher haben wir die Szene, wo er im Feuer ist, rausnehmen. Die, was aufwendig war, wo er fast gestorben ist wegen dem. Also die besten Szenen sind gar nicht drin. Und er hat gesagt, nein, geht nicht. Und ich dachte, okay. Sicher zwei Wochen für den Shot, nach dem Schluss haben sie ihn rausgenommen. Als ich angefangen habe mit dem ganzen Filmzeug, war so die Königsdisziplin der Werbespot in der Klasse. Es war 1 Minute, 30 Sekunden im Kino oder im Fernseher. Und das war so das, weil all die Werber alles gegangen ist. Und heute hat sich das mit dem Social Media krass verändert. Also heute weiss man, wenn in den ersten zwei Sekunden das Bild kommt, wo anspricht, scrollt man weiter. Wenn es Ton hat, hört man es meistens nicht. Wenn es mehr als 7 Sekunden hat, ist es extrem schwierig, dass die Leute... Also du hast dort Auswertungen von den neuesten Zahlen, wie die Leute das anschauen. Das ist ein ganz anderes Konsumverhalten, wenn die Familie vor dem Fernseher hockt und dann kommt der Match und dann kommt die Werbung und alle über dort, dann geht das Bier holen. Aber sie wird geschaut, sie muss geschaut werden. Und ich meine, heute ist das, es entwickelt sich so schnell, dass ich das Gefühl habe, die Werbung ist immer so ein halbes Jahr hintenan oder ein Jahr hintenan. Wenn sie das Gefühl haben, ah, jetzt so funktioniert, gibt es schon wieder etwas Neues mit TikTok und mit Trend und mit dem. Und also ich glaube, momentan suchen alle noch, man weiß es gar nicht richtig, weil es entwickelt sich so schnell. Also ein Spot machen, gibt es vielleicht den klassischen Spot, aber das ist nicht der, der dann gebraucht wird. Das sind dann die Outcuts auf Insta, auf Stories, auf... Und das ist kein Herd, oder? Machst du schon einen Film so schön im Kinoformat und dann heisst, ja, musst du ihn auf 9:16 zeigen. Und dann hast du noch so einen Ausschnitt und denkst, okay, da reden zwei zusammen, einer steht da und einer redet da. Ich habe jetzt den Ausschnitt, oder? Am
Meistens habe ich Ideen und dann denke ich, wieso gibt es die nicht? Und dann probiere ich es zu machen und ich bin dann halt der, der es einfach macht. Also, das Gute ist, dass ich halt alles selber kann. Ich kann schneiden, ich kann Regie machen, ich kann Special Effects, ich kann filmen. Und dann haben wir irgendeine Idee gehabt für ein Fernsehmagazin, haben wir einen Trailer gemacht und sind es visualisieren. Und dann ist es halt viel einfacher zum Verkaufen, wenn du den Leuten schon das fertige Produkt zeigen kannst. Etwas vom Wichtigsten ist wirklich, dass sich selber glauben und einfach machen und gehen. Und also ich habe immer gelernt, wenn ich eine Idee hatte, desto grösser das war, desto mehr Leute haben gesagt, es geht nicht, desto grösser ist sie geworden. Teamwork ist für mich extrem wichtig, weil mit den Leuten, die du zusammenarbeitest, wenn die nicht... Also für mich ist Teamwork vor allem mit Leuten zusammenarbeiten, die ich gerne habe, wo es gut geht. Sobald irgendwie komische Sachen sind, finde ich das überhaupt nicht lässig. Und für mich ist einfach Teamwork, wenn es ein Team ist und irgendwie Hierarchie habe ich extrem Mühe. Das war immer ein Problem bei Regisseur, dass man irgendwie einen Befehl geben und ich kann nicht gut Befehl geben und ich habe lieber eine flache Hierarchie oder gar keine Hierarchie. Aber Regie ist das nicht gegangen und beim Fernseher ist es viel besser gewesen. Du bist das Team unterwegs gewesen, du bist einfach das Team gewesen und jetzt nicht irgendwie gegen den Chef oder nicht der Chef. Und ich finde es gut, wenn es sozial stimmt und wenn es menschlich stimmt, dann ja, manchmal wichtiger menschlich als technisch. Als ich angefangen habe im Film, ist glaube ich, etwas extrem wichtig, dass ich mir selber vertraut habe, dass ich etwas gut kann und gefunden habe, hey, das sieht mega cool aus, das muss gut sein, das muss funktionieren. Oder ich denke, diese Überzeugung, die muss man haben. Ich denke, das war auch das, was das Ganze vorantrieben hat, dass man einfach nicht überlegt hat, oh, wie komme ich dort hin und wo muss ich das fragen, sondern man probiert es einfach. Wenn es halt 20 Mal umgeht, das 21. Mal steht es dann schon. Und ich denke, es ist halt schon, dass man Originalität und auch authentisch sein, das ist halt etwas, was extrem wichtig ist. Und wenn man eine eigene Bildsprache hat oder irgendetwas, einfach eigen, kannst du der Einzige sein, der es lustig findet und alle anderen nicht. Aber vielleicht ist genau das, was dann funktioniert. Also nicht probieren kopieren, sondern probieren das machen, was man findet. Das gibt es noch nicht oder das finde ich jetzt mega lustig oder das bin ich. Oder machen, nicht warten.